Willkommen zurück zu Paper Mario. Beim letzten Mal, bei den letzten beiden Malen waren wir ein bisschen in der Spielzeugkiste unterwegs und damit fahren wir jetzt fort. Mach doch deine Stampfattacke. Ah, das ist. Ja, dann gehen wir erstmal hier lang. Nervige Gegner, oder? Die kann ich auch mit Bombett nicht angreifen. Oh. Weiß nicht, Park Harry. Er hat einen fliegender Dude und er ist gut gegen fliegende Dudes, glaube ich. Aber ich kann den halt nicht. Keine Ahnung. So, als die Überraschung gegen alle Gegner. Süß. Imagine, ich könnte blocken. Ah. Mitglied wechseln. Der Gumbario ist halt. Nein, nicht Kupio! Nicht Koopa. Gumbario. Warum mag mich niemand? Ah ja, genau. Erfrischung, bitte. Bitte einfach Erfrischung. Wo bin ich eigentlich schlafen gegangen oben? Da hätte ich wieder auch Sternpunkte voll. Naja. Also, denke mal, die nächste Welt wird dann Yoshi's Island sein. Denke ich mal. Aber wir werden es sehen. Na komm, bitte töte den da drüben. Oh, jetzt ist dupliziert. Ja. Super. Komm, gönn Item. Ich glaube, wir sterben gleich. Mal gucken. Ich sterbe gleich, wenn ich nicht blocke. Okay, okay, gut. Das ist okay. Das ist nicht gut. Oh nein, das ist nicht gut. Tut mir leid, dass ich feige bin, ich mache das Safe State, ganz ehrlich. Es tut mir leid. Aber ich habe im Endeffekt nicht die Motivation, das alles nochmal zu machen. Okay, mehr Verteidigung bitte. Wow, das. Ja. Okay. So, weg mit dir. Na, ein bisschen mehr Erfahrungspunkte bekommen. Da 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 da. Thank you.
Hat mir jetzt schon jemand geantwortet? Ich bin gerade ein bisschen abwesend. Ich bin gerade irgendwie nicht so gut drauf. Ich sollte nicht darüber reden. Ich rede manchmal viel zu offen darüber, wie schlecht es mir geht. Was ist hier drin? Verringert jeglichen erlittenen Schaden um 1. Ja, das brauche ich auf jeden Fall. Das will ich sofort ausrüsten. Orden. Wo ist das? Verteidigung plus kostet 6. Komm, Hammerwurf, mach es erstmal weg. Ich benutze es kaum. Pro Minus benutze ich aktuell auch nicht. Ich brauche auf jeden Fall Ohrenpunkte. Ich bin mehr Ohrenpunkte. Kampfrausch. Was ist Kampfrausch? Mehr Angriffskraft, wenn wir in Gefahr sind. Ja, ist mir jetzt auch nicht so sicher. Tun mir nichts. Spion, den bleibt auf jeden Fall drin. Powerhauer. Ja, brauche auf jeden Fall Ordenpunkte im nächsten Level ab. Weil mehr Verteidigung ist schon ganz sinnvoll. Ein Item. Ja, der Superpilz, der muss. Der muss jetzt her. Da, da, da. Oh, rüber mit dir. Guter Mario. Was ist jetzt noch hier? Okay. Da kommt noch einer, kommt noch einer vor allem. Na komm, den kann ich direkt töten. Muss einfach nur auch mit Gumbario treffen, was ich natürlich nicht tue. Aber ne, dauerhafte Verteidigung, Verteidigung plus 1. Doch, ja, das brauche ich auf jeden Fall. Bleibt noch einer mir entgegen? Jetzt gerade nicht. Was ist hier drin? Angriffskraft gegen Feuergegner. Ja, das ist erstmal. Hi. Putzi Mario! Das wird lustig. So, Powerpanzer. Tötet einfach alle. Sehr gut. Ich finde das echt frech, dass sie mir keine Erfahrungspunkte geben. Wirklich, das finde ich nicht gut. Sehr unbefriedigend. Null. Die Bratpfanne. Stimmt. Wahrscheinlich muss ich dann mit der Bratpfanne wieder hoch. Dann kriege ich wieder ein Item, womit ich weitermachen kann. So, keine Ahnung. Gucken wir uns das an. Wir werden es sehen. Ich hab keinen Bock auf euch. Tschüss, ihr Penner. Na komm, die Truhe war ja auch noch. Wahrscheinlich nochmal ein Orden oder so. Ich finde, die haben ganz viele Orden geklaut, die Säcke. Briefbeutel, sehr gut. Den kannst du auch hochbringen. Ich denke mal, mache ich dann auch gleich. Aber mal gucken, ob wir hier vielleicht irgendwie was mit den Weichen machen können, weil es ist zumindest so in Richtung roten, Richtung grünen Bahnhof ist dann irgendwie noch gesperrt. Ja, drüben ist ein Schalter auf jeden Fall. Da drüben ist auch irgendwie ein Weg, glaube ich. Lass mal gucken, ob wir da hinkommen. Ein Feuergegner. Sehr beruhigend.
Yes. Wollt auf ihn raufspringen. Wisst ihr, wisst ihr, das wisst ihr. Das ist ein Spy Guy. Spy Guys sehen in ihren Tarnanzügen aus, als wären sie in geheimer Mission unterwegs. Verteidigung, Angriff, KP 7, Verteidigung 0, Angriff 2. Versuche ihre Hammerattacke auszuweichen. Nach jedem Treffer büßt du einen deiner Kommandos. Was? Du kannst jetzt nicht springen, toll. Ja, wir Menschen hätten so einen Wurfhammer. Komm. Krieg ich meinen Sprung zurück, wenn ich den Typen töte? So weiß ich nicht. Hoffen. Los, komm, töte ihn bitte. Nö. Zeit, er sagt sich selbst. Fresh. Ich kann einfach keinen. Na, dann machen wir Aufladung. Der würde sich wahrscheinlich nochmal heilen, wenn ich ihn jetzt angreife. Dann mache ich mal eine Aufladung und versuche ihn einfach damit zu. Vielleicht nehmen wir irgendein Item, was ich nehmen könnte. Feuerblume. Pilz. Ja, Pilz. Wollte ich eigentlich noch einen Bratpilz machen, aber ja, da kriegt er auch nur 2 KP mehr und 1 BP. Macht jetzt eigentlich auch nicht so viel aus. So, Gumbario, bitte schaff die Doppelkopfnuss, sonst weine ich. Danke. Sehr ärgerlich, man boostet ihn so auf und dann so, ja, verkackt man den Sprung. Das ist halt immer, ja, doof. So. Aber ja, genau, es geht, glaube ich, darum, hier rum, und dann kümmern wir uns halt darum, dass wir da diesen Schalter aktivieren. Aber nur ist die Frage. Oh, hi. Rainer Kalmund. Alle nennen mich Gourmet-Guy. Ich weiß nicht wieso, ich bin nur ein gewöhnlicher Scheiger mit einer Vorliebe für gutes Essen. Ach, ich bin hungrig. Backmischung. Kriegst du eine Backmischung? Das ist abscheulich. Kannst du es wieder haben? Nö. Naja, gut. Dann müssen wir dann gleich wieder kommen und wir müssen ihm irgendwas Gutes zu essen geben. Komm, egal. Ich habe irgendwie Angst, dass ich jetzt ganz oft hin und her laufen muss, um den Gourmet-Guy irgendwas Richtiges zu bringen. Mal gucken, mal gucken. Vor allem, ich muss voll weit laufen. Meine Güte. Da. Aber ich denke mal, ich werde das einfach wieder einen Schnitt setzen. Blauer Bahnhof. Und habe ich doch eingestellt. Naja, wir fahren los, alle einsteigen. Hallo, ich habe deine Briefe gehört. Ein Sternsplitter, danke schön. Ich denke mal, die Köchin, die würde uns wahrscheinlich irgendwas Schönes geben, was wir den Shy Guy geben können, würde ich einfach mal behaupten. Habe ich irgendwas, was ich ihr zum Kochen geben kann? Ich glaube gerade nicht mehr, ne? Ich habe die Backmischung, habe ich ja gerade, naja, entsorgt quasi. Ist aber auch im Lager altet, muss man halt auch mal berücksichtigen. Ich hab deine Pfanne. Tralala. Okay, das haben wir der Frau was umgeben. Okay, dann müssen wir. Also, aber um mehr davon zu kommen, brauchen wir die Backmischung, denke ich mal. Da habe ich jetzt leider nichts mehr.
Was liegt? Nein! Ja doch, ja, alles gut, alles gut. Gut, dann gehen wir doch mal dem Gourmet-Guy das essen, würde ich sagen. Dann nehme ich das einfach wieder komplett weiter mit und versuche ein bisschen über mein Leben zu erzählen. Hallo, ich bin der Templer. Ich bin häufiger hier auf meinem Kanal. Aber wann kommt diese Folge eigentlich? Weiß ich nicht. Ich glaube am 28. oder? Ich guck mal kurz, so was für Fun. Das ist die Folge 27, das kommt am 28. Das heißt, heute kommt Fresenjunge zu mir. Ich freue mich. Das heißt, morgen gibt es kein Video, aber dafür ein Stream. Ich freue mich drauf. Du musst eigentlich wieder raufdrücken auf den Knopf. Ich versteh's nicht. Warum muss ich den Knopf drücken und in den Rotzen noch sagen, wo ich hin will? Keine Ahnung, was das für ein Unsinn sein soll. Pinker Bahnhof. So, dann kümmern wir uns aber um die Weiche, weil dann können wir nämlich weiterfahren. Apropos Weiche, ich speichere einfach mal ab, falls für den Fall, dass was passiert. Und es fühlt sich besser an, wenn ich es halt so legal speichere und dann halt einfach legal nochmal ein bisschen was nachspiele. Versteht ihr? Weil ja, ich merke wieder, wie schlecht ich es eigentlich spiele, aber hey, es ist so, ist okay. Ja. Das habe ich schon bekämpft, aber bekämpft gegen dich. Bei Brücklauer, das Problem ist einfach, die geben mir kaum Erfahrungspunkte, also warum soll ich gegen die kämpfen? Also, ja, die Menge macht die Punkte, die geben mir noch Erfahrungspunkte, aber trotzdem, was ist das für ein Quatsch hier? Ich hab Kuchen. Oh, köstlich! Das ist sagenhaft gut! Narm! Was ist das hier? Zeige es einem Meisterkoch. Okay, ja, mache ich. Mache ich, würde ich sagen. Aber erst kommen wir uns erstmal um die Weiche. Am besten noch mal Erstangriff machen. Ah, direkt der Feuergeil. Oder wieder ein Feuergeil. Vielleicht heißt der, ich glaube, der heißt Feuergeil bestimmt. Mal gucken. Mal gucken, was er hier sagt. Nicht Kopfnuss, scannen. Beim ersten Sein ist noch erst eine Kopfnuss, damit der Typ hier stirbt. Aber natürlich schaffe ich das nicht. Man kennt es. Weißt du was, dann... Benutzt einfach die Sternenkraft. Pyro-Guy sind richtig heiß. Jeder Kontakt mit ihnen verursacht Brandschaden. Angriffskraft 4. Na, ja, gibt's denn. Aber, komm. Vor allem, dass ein neuer Typ gekommen ist, machen wir einfach das hier. Und das tötet alle. Gibt der mir vielleicht 2 Erfahrungspunkte? Ich park für einen Freund. Nö, warum auch? Warum auch mehr Erfahrungspunkte geben, damit man keine schnell im Level aufsteigen kann? Aber ich würde schon fast sagen, ich bin überlevelt fast schon. Aber ich fühle mich unterlevelt. Und das ist nicht gut. Dankeschön, dass du getroffen hast. Noch eine Kopfnuss. Auf den Ballon. Muss ich da zweimal drauf treffen? Wir werden es sehen. Ne, einmal reicht, okay. Machen wir den Multisprung. Warum verkacke ich das?
Aber es ist schön, weniger Schaden zu nehmen. Ich mach mal, warte, nein, 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 zurück. Ich mach mal Mitglied wechseln zu Cooper. Mario macht jetzt aber noch einfach einen normalen Angriff auf den hier. Mit, genau. Weil jetzt kann ich nämlich Cooper reinschicken und zwei töten. 1, 2, 3, 4. Ich bin so schlecht. Naja, jetzt sind sie weg vom Fenster. Ich brauch Geld. Ich brauch ganz, ganz dringend Geld. Ich hab nämlich keins mehr. Ich kann halt Items kaufen, wenn ich in einem Laden bin. Das ist ein bisschen ungünstig, würde ich fast behaupten. Ich hab das Gefühl, ich darf nicht auf die Rauch... Wobei, hab ich mir einen Rauchspringohren? Der müsste seinen eigentlich auch gegen Feuer schützen, so theoretisch. Aber ich weiß es nicht. Oh. So. Wie gesagt, der verteidigt die Angriff hier, den ich eigentlich habe, wird er um eins reduziert durch meinen Orden. Da kommen wir einfach Erdbeben. Ich brauche echt noch Ordenpunkte, das ist echt verrückt. Oder halt weniger nutzen, aber das ist ja minus 1 Verteidigungsorden einfach 6 Punkte kostet. Naja, ist eigentlich schon gerecht, dass er 6 Punkte kostet. So. Gib mir die Blütenpunkte, dankeschön. So, kommt jetzt schon der Schalter oder ist hier noch ein Raum? Ne, ist ja schon cool. Und jetzt? Ah, okay. Alles klar. Ich bin einfach umgedreht, okay. Ich hatte es mit so rum und runter geklappt, aber es hat dann irgendwie nicht funktioniert. Dann kann ich auch einen Erstangriff machen. Mit Cooper. Muss halt auch immer dran denken, ob man auch damit gut Erstangriffe machen kann. Wie ich es ja auch mal mit Bombett das immer gern gemacht habe. Aber mit Bombett ist halt ist ein bisschen schwieriger, weil man da ein bisschen mehr Zeit braucht und so weiter und so fort. Das Cooper ja auf jeden Fall noch ein bisschen flotter. Kann man ja gleich mal probieren, würde ich behaupten. Genau. Weil dann ist der nervige Typ auf jeden Fall schon mal weg. Warum er nervig ist? Naja, der klaut uns Angriff, wissen wir ja schon. Es wird dunkel hier drin. Nach der Folge werde ich mal mein Licht anmachen. Mitglied wechseln. Kobar ist der einzige. Oder halt auch Paracarry auch, aber ich mag Paracarry nicht. Paracarry ist Abschaum. Versuche ich lieber mit Gumba, unseren zweiten Kopfstoß hinzubekommen. Den ich natürlich nicht hinbekomme. Naja, heil dich, das ist gut für uns. Muss ich nur einmal einen Multi-Angriff hinbekommen. Dankeschön. Ich glaube, ich bin jetzt schon einfach diese Welt des Kapitels Ende spiele. Mal gucken. Der macht echt gutes Geschäft damit, mir Sachen zu geben, die ich nicht brauche.
Weil ich hab kein, ich brauch kein Geld mehr. Guck, Geld ist maximal. Naja, ist ja meine Schuld. Ich hab ja gescheatet hier. Da, da, da. Schade, dass ich keine so ein Heilblock gibt, naja. Jetzt gibt's ja gleich einen. Weiter geht's zum grünen Bahnhof. Ja, grüner Bahnhof. Dünn. Fahren wir los, alle einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Iu, iu. Nächste Haltestelle, grüner Bahnhof. Passagiere, die zum einarmigen Banditen wollen, sollten hier aufsteigen. Ankunft grüner Bahnhof, willkommen im grünen Bahnhof. Ich wusste nicht, dass das kommt. Hi. Tolle Belohnung auf jeden Fall. Eine wunderbare Belohnung, Spiel. Dankeschön, dass du mich dafür belohnst, dass ich die Reihenfolge richtig hinbekommen habe. So, fehlt auf jeden Fall ein Stück Gleise, ist okay. Aber hier gibt es auch immer einen Splitter, genau. Wir suchen hier einen Splitter, ganz wichtig. Also sind alle einzeln, die kriegen wir gut hin. Wobei es wäre eigentlich schon angenehmer gewesen, wenn wir einfach alle gleichzeitig angegriffen hätten, dann hätte ich halt einfach so buh 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 machen können und fertig. Und eine Bombette reinschicken können oder sowas halt. Geht aus dem Weg, auf jeden Fall. Okay, ich muss zweimal die Kombo hinbekommen. Und nochmal geschafft, sehr gut. Die uns Erfahrungspunkte, meine Güte. Das war ein knapper Erstangriff noch, hätte mich fast berührt auf jeden Fall. Weil man braucht eigentlich keinen Hammer. Dauert zwar länger, aber es sind sichere 4 Punkte. Da, 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 da. Meine Güte, ey. Alter, also das war einfach. Okay, das war doch die falsche Reihenfolge und wurde bestraft. Okay, macht Sinn. Da gibt's Sinn. Oh, nur einen Weg, cool. Tja, die Rest der Folge suchen wir jetzt. Die lose Bodenplattform. Also auf jeden Fall die 4 Bahnhöfe, mehr oder weniger. Wobei, nee, überhaupt nicht. Es gibt keinen gelben Bahnhof. Also deaktivieren. Wo ist denn die Bodenplattform, die ich suche? Meine Güte, es macht keinen Spaß, danach zu suchen. Ich weiß doch schon auch vor allem. Wo ist denn diese Plattform? Sag mal, diese Bling Ding Bling sagt ja nur an, hey, da ist eine Bodenplattform. Das heißt nicht Sternsplitter, sondern Bodenplattform. Aber ich finde sie nicht. Sorry.
Lass das jetzt einfach. Kein Bock. Gute Nacht und bis zur nächsten Folge. Ciao.